Jetzt haben wir eine Wohnung mitten im Nirgendwo gefunden und es ist Mirabellen- und Aprikosensaison. Aprikosen sind es. Und die sind sau lecker. Die sind noch gar nicht so orange, aber... Mundraub in jedem Land. Echt lecker. Ohne Kern. Oh, da wurden wir gleich von den Burschen erwischt. Die Lage ist auf jeden Fall der Hammer. Da hinten am Horizont kann man sehen, das ist der Üsikulsee. Hier haben wir eine Kuh auf der Straße. Hi. Und die ist richtig flauschig. Hallo. Na, ist glaube ich noch klein. Hat keine Lust. Da haben wir nochmal die Berge und da hinten haben wir einen kleinen Friedhof. Man sieht vielleicht die blaue Kuppel. Und hier haben wir die Obstbäume und den Isikosee. Der sieht aus wie ein Meer. Also der ist wirklich riesig. Ja. Guck mal, da ist auch ein Hund. Der treibt die hier zusammen. Mensch ist weit und breit nicht zu sehen. Scheint ganz selbstständig zu sein. Ist auch ein so ein ganz schönes, beiges, kleines eigentlich zwischendrin. Ah, da ist es. Ganz in der Mitte. Ach, süß. Luisa macht direkt Freunde mit einem Pferd. Das frisst die Aprikosen. Oh, schön. Schau, Pferd. Und Ulf hat es mit einem Esel befreundet. Schön. Er sieht wirklich ein bisschen traurig. Stehen immer am Wegesrand, die Tierchen. Aber guck mal, diese weißen Streifen am Hals. Er sieht aus wie ein Zebra fast. Tja, jetzt muss nur noch ich einen Freund finden. Wir waren leider zu langsam, um das Verkehrschaos zu dokumentieren. Der Esel wollte nicht runter von der Straße, will er auch immer noch nicht. Aber eben kamen zwei Autos, die dann im Schneckentempo drumherum gefahren sind. Jetzt kommt doch gleich das nächste Verkehrschaos. Nee, der fährt weiter. Und der Esel geht auch an den Rand jetzt mittlerweile. Hallo. Na, ich habe nichts zu essen. Ich wollte nur mal streicheln. Oh, kommt der andere. Der andere ist noch im Fellwechsel so ein bisschen. Der ist noch so ein bisschen strubbelig. Ja, süß. Die Deutschen, ne? Haben noch nie einen Esel gesehen. So, typisch kirgisisches Abendessen. Ulfert schenkt hier gerade den Chai ein. Den trinkt man aus so Schälchen. Und das Essen kommt auch gleich. Hier ist voll die Disco-Musik im Hintergrund. Nach 8 Uhr wird hier der Dancefloor eröffnet. Es scheint so. Wir wurden hier auch in so einem Privatbereich abgetrennt. Und wir essen in einem Container. Stimmt, es ist so ein ausgebauter Container. Man sieht es von innen kaum. Stimmt, mit Stuck und Schnitt. Das Essen ist da. Wir haben hier Manti. Das sind gefüllte Teigtaschen. Mit Fleisch und Zwiebeln. Dann haben wir hier Langmahn. Das ist eine Nudelsuppe mit Fleisch, Paprika und Gulaschmäßig aus. Zwiebeln. Und Ulf hat, glaube ich, genau das gleiche, nur mit Reis anstelle mit Nudeln. Sieht ähnlich aus. Guten Appetit. Max bezahlt noch. Noch einmal hier von außen das Containerlager mit viel Essen. Hier gibt es da hinten auch noch Shawarma. Das hat Max im Libanon gegessen. An dieser Stelle der Verweis aufs Libanon-Video. Genau, und hier gibt es auch noch mehr Essen. Und wir sind im Taxi auf dem Heimweg. Das Auto ist kurz geschlossen. Ich versuche es unauffällig zu filmen, aber es ist nicht so leicht. Okay, next, Naleba. Max übernimmt die Navigation. Vielleicht sieht man unten die Kabel. Spannend. Steinschläge sind auch hier ganz was Normales. Ist auch ganz normal, dass man sich nicht anschnallt. Also hinten schon gar nicht, vorne manchmal, wenn die Polizei naht. Ich glaube, die Berge sieht man gar nicht, weil es so hell ist. Ja. Hauptsache, wir haben gerade alle volle Bäuche. Ganz da hinten sieht man noch den Isikosee. Wir wandern jetzt hier zum Fairytale Canyon hoch. Dieses trockene Gebiet. Man sieht ein Rascheln im Busch.
Viele Autos. Wir haben schon ein Monster erwartet. Wir nähern uns mal ganz mutig. Und es ist ein Schaf. Hi. Ach, das lässt sich auch gar nicht stören. Die Blumen scheinen zu schmecken. Achso, und Ulfhard ist hier unser Schafexperte und der hat sie als Fettsteißschafe identifiziert. Da haben sie Fettreserven am Po. Cool. Wie Kamele. Quasi wie Kamele, nur halt am Po. Sieht lustig aus, finde ich. Ja. Die anderen Schafe stehen hier wie die Hühner auf der Stange, haben sich hier im Schatten eingereiht. Ist vielleicht auch cleverer, ist gerade Mittagshitze, um die 30 Grad. Da machen sie hier erstmal Siesta im Schatten. Und genau, wir wandern weiter. Da hinten sind auch noch Ziegen. Tierisch was los. Autos allerdings auch. Und genau, sie brauchen diese Fettreserven aber auch, die Fettsteißschafe, weil im Winter, Max? Jetzt richtig kalt, also da gibt es richtig Minusgrade. In Karakol ist auch ein Skigebiet, da wo wir vorher waren. Und genau, man kann sich's fast nicht vorstellen, wenn man hier die kargen Berge sieht. Ja, auch im Sommer ist es hier relativ karg. Also ich glaube, vor allem der Frühling und Herbst, wenn auch ein bisschen mehr Niederschlag ist, dann können sie beherzt zugreifen. Hier wächst doch noch einiges. Hier sind diese Beeren, hier sind Blumen und da ist der Fairytale Canyon. Da kann man jetzt noch hoch. Viele Autos leider. Ich hoffe nicht so viele Touristen. Kaum einer ist hingelaufen, außer wir. Ja, es war nicht weit jetzt, ne? Von der Straße. 200 Kilometer. Ja. Noch mehr Wildlife. So, da sind wir im Fairytale Canyon. Der Name kommt daher, dass ein Drache wohl mal in ein Mädchen verliebt war, was hier in einem Dorf gelebt hat. Sie hat die Liebe nicht erwidert und aus lauter Zorn hat er dann das Dorf überflutet. So ist wohl der Issekö-See entstanden. Und der Drache selber hat sich dann hier hingelegt und ist versteinert. Deshalb laufen wir hier auf dem Drachen rum. Wahrscheinlich das hier, wo es hochgeht, ist vielleicht so der Drachenkopf. Schauen wir mal, wie es oben aussieht. Den fährt schon auch steil. Gut, dass wir keine Flipflops anhaben. Sind wir auf dem Drachen. Genau. Und das Spannende ist auch, durch die Erosion, durch ja, Wind und Wetter, verändern sich natürlich hier die Berge auch andauernd. Susi und Urfahrt haben es schon geschafft. Sehr, sehr krass aus da. Ja. Man könnte auch hier runter, aber muss man nicht unbedingt. Könnte man auch, wenn man Action möchte. Wo jetzt hier? Ja. Wir sind noch ein bisschen höher geklettert. Man sieht nach wie vor den See. Super schön. Das alles ist der Fairytale Canyon. Ja, scheinbar. Auf geht's. Eingeschlagen und das Auge des Drachen gefunden. Nicht reinfassen. Die da hinten sehen aus wie so dicke Monster. Und das passt natürlich auch zu dem Namen Fairytale Canyon. Durch die Erosion verändern sich hier die Berge alle. Und man kann immer mal wieder Monster oder Märchenfiguren entdecken. Ja, und durch die unterschiedliche chemische Zusammensetzung haben wir halt eben auch die Farben. Also rot, orange, gelb. Schon sehr, sehr cool. Sieht aus wie im Märchenland oder auf dem Mars. Man sieht schon verschiedene Farben. Besonders hier. Ich hoffe, die Kamera fängt es ein. Es ist sehr, sehr schön in echt.
Es sieht so idyllisch aus, aber tatsächlich versuchen Susi und Max da vorne eine Maschrutka zu erwischen für uns. Das sind so, ja, Vans, die in den nächsten Ort fahren, in dieser Richtung. genau, aber es gibt keine festen Fahrpläne. Also die fahren irgendwann irgendwo los, wenn sie voll sind. Wir sind damit ja auch schon von Bischkek nach Karakol gefahren. Da hatten wir Glück, weil wir die letzten vier Leute waren, die reingepasst haben. Genau, hier sind schon zwei Maschrutkas vorbeigefahren. Die hatten keine vier Plätze mehr frei. Ich hoffe, wir müssen nicht allzu lange hier in der Wärme stehen. Das Trampen war nicht erfolgreich, aber dafür sind wir jetzt hier gelandet. Und es gibt natürlich auch Wodka und Tee. Vor allem Wodka. Und Musik. Und was zu essen. Vielleicht wie es schaukelt. Das ist eine Hauptstraße hier in Kirgisistan. Es gibt nicht viele, das ist einer davon. Das Auswärtige Amt warnt davor, dass man Überlandsfahrten in der Nacht macht. Und es wird gerade dunkel. Ja, kriegen wir trotzdem hin. Es geht nach Kocskor. Wir haben vorher kein Taxi gefunden, deswegen ist es jetzt ein wenig spät geworden und es wird Nacht und Abend. Ja, Trampen mit vier Leuten schwierig. Maschrutka, also der Bus, auch schwierig, so mitten irgendwo den aufzugabeln. Deswegen haben wir hier ein Taxi. Wir werden 3 Stunden in diesem Taxi sein und werden 50 Euro bezahlen. Das ist sehr fair. Aber wenn man sich diese Straßen hier